Hallo, ich meine Freunde und herzlich willkommen hier wieder zurück zum Bausimulator 15. Hallo und dem Randy. Und wir brauchen eine neue Baustelle. 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 Wir brauchen eine neue Baustelle. 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 Das Problem ist leider Gottes nur. Ey, nicht irgend so ein Bums-Kack-Dreck-Mist, Kack-Mist, Arsch. Also Sonderaufträge haben wir keine mehr. Also ja, nur noch bei mir das, nur noch bei mir das Steam-Gebäude, was du nicht machen kannst. Nee. Das ist sowieso hier, ey. Kann man das Steam-Gebäude nur machen, wenn man bei Steam gekauft hat. Pff. Oder den Mediamarkt nur, wenn du bei Mediamarkt gekauft hast. Oder das Amazon, ist Diskriminierung. Lagerhalle nur bei Amazon. Tja, wo hab ich nur gekauft? Ich hab beide, ich hab alles dreist nicht. Ich hab einfach einen Key gekriegt. Du hast eine normale, richtig, normale Retail-Version außerhalb von den Leuten. Ja gut, wir können... Roundhouse Kick! Chuck Norris Roundhouse Kick! Also an sich müssen wir noch mal 2 Minuten 35 warten, dann kriegen wir neue Aufträge rein. Die Zeit müssen wir uns jetzt irgendwie verdrödeln. Ich? Ja. Warte. Ach, fuck hier ab. Kackmist hier. Geh raus! Ich will allein sein. Geh weg! Ich will alleine. Ey! Ich will alleine sein. Lass mich. Auf die F-Taste zu spammen! So. Na, nein! So. Komm, hör auf. Hör auf. Hör auf. Hör auf. Kann man sich eigentlich irgendwie hinsetzen? Nein. Dann würde ich sagen, hol mal das Öl, dann können wir hier gleich mal hier diese Rollen ölen. Die hier. Was muss das sein? Musst du mich immer ärgern? Hast du schon, wie du die Karre ausbremst? Ich laufe mit, komplett im Anhänger. Ja, bleib stehen! Ich will alleine sein. Oh, was jetzt? Das ist schief. Ich habe Angst. Ich will alleine sein. Ich will nicht mehr. Bausimulator, ich hasse dich. Bleib jetzt stehen! Du hast nur Blödsinn im Kopf. Au! Oh. Du bist so ein Assi, ey Junge. Ohne Scheiß, der hat nur Blödsinn im Kopf. Nur Blödsinn. Komm hier, nimm lieber den Anhänger, das ist die richtige Größe für dich. Was hast du denn jetzt vor damit, hä? Weißt du nämlich selber nicht? Ja. Nö, nee, wie gesagt, ich sag ja, wir müssen die 2 Minuten rumkriegen. Dann werde ich jetzt einfach mal den Mobilkran aktivieren. Der gefällt mir nämlich very good. 19 Sekunden noch. Oh, da kommt jemand. Hallo. Ja. Dankeschön. Es gibt wieder Sauerkrautsaft. Nee. Ja? Nee. Guck mal, ich hab einen ganz schön langen, oder Maus? Geil, hä? Toll. Guck mal, ich kann mit dem rumschwenken. Heute backt. Was ist denn da, hä? Heute backt er gar nicht rum, der Dödel. Also im Vergleich zu dem Baukran ist der Mobilkran schon. Echt ein ganzes. Ich hab Standbild. Okay. Hui. Guck mal, was das für ein Riesenapparillo ist. Alter Verwalter. Na gut, in diesem Sinne. Danke. Kuss? Nicht gut. Tschüss. Hast du es gerade gesehen? Er kam einfach ins Bild gefahren. Bumm. Na Trottel, hängst du?
Der, wer ist denn das? Achim Baudrechsel. Baudrechsel. Nee. Trendy. Ja. Er hängt, der hat sich hier das Ding reingepackt. Oder das? Halt ach, der ist... Alter! Der macht dir Karambolage, Junge. Ey. Weg da. So, was hören wir? Ich steige ein. Ja, ich steige ja, warte, ein. Ich komme. Warte, Scheiß, ich komme. Ich komme. Ist jetzt drin. So, wir müssen jetzt ein Einfamilienhaus bauen. Dazu brauchen wir... Huch. Ein Container von dem... Wir brauchen einen Container, Randy. Als erstes. Eine Toilette und ein Container. Eine mobile Toilette und ein Container. Richtig. Müssen wir den Container nicht mit dem mit dem Absetzkipper holen? Du fährst das Linksverkehr hier? Wusste ich gar nicht. Ach, schön hast du gemacht. Oh, ich stecke im LKW fest. Was? Ich stecke im LKW. Hilfe, Hilfe. Randy. Ja. Sag meiner Freundin. Ihr Tomatensalat ist der Beste. Sollst du draußen sein, oder? Ja. Bin mir trotzdem nicht mehr weg. So. Baumaterial, Rohr. Mobile Toilette. Ach, war da ein Container und das. So hab ich gekauft. Sag ich doch, da hinten der Container. Müssen wir hier. Ja, dann bau du halt. Willst du das Scheiße aus oder den Container? Ja, hol du mal den Container. Das grüne Ding backt immer so rum bei mir. Oh, eine schöne Dixie. Ein schönes Dixie hier, ey. Da werden wir ein Randy reinsetzen und dann werden wir erstmal schön mit dem Mobilkran. Werden wir das Ding erstmal auf 50 Meter hoch beamen. Und dann kann er abwursten. Da ist im Wind. Mauskuss. Halt nicht. Ne, ist in Ordnung. Ekelhaft. Pfui, wenn das die Kinder sehen. Oder sind die Kinder blöde? So, was ist denn jetzt hier? Hoffentlich ist das sauber, das Dixie. Tja, Mann. Obama ins Weiße Haus boxen will. Ne? Möchte ich hier meine ungestörte Ruhe haben. Meine ungestörte Ruhe. Ne, das war jetzt nicht richtig. Das war grammatikalisch nicht so, ne. Aber egal. Nee. Hast du ein Mehl, ey? Hast du ein Mehl? Hast du ein Mehl, Fräulein? Nee. Randy ist schon wieder unterwegs. Ich war ja nur abgelenkt. Ich komme hier zu nichts. Nicht. Warte, halt an. Ich komme. Du stehst doch noch hier vorne. Ich sehe dich doch. Also ich weiß nicht, aber dieser Dings mit Kran, der ist einfach, ich weiß auch nicht so richtig. Wieso nicht so richtig, meinst du? Junge, zieh mal auf die Bude, die du mit den Profis unterwegs bist. Pff, nix, kann er. Viel zu langsam für mich. Ist schon mal mit einer 100 durch die Stadt donnern, mein Freund. Jetzt war das nix. Bonanza übrigens. Kennst du? Ja. Kommt doch nicht hinterher. Die Pussy. Oh, hier ist die Baustelle. Und ich bremse. Woo, Bitches. Du hast den Container fast verloren. Nee, das ist bei mir drauf. Bei mir hängt der komplett schief drauf. Okay. Ja, macht mir auch nicht mit dem Container. Da soll der Container hin, sicher? Ja. Und das Scheißhaus? Ja. Schönes Ding. Kann man abwursten, danach gleich einen Container hauen. Hat was. Ich würde noch ein Stück hinterfahren vielleicht, oder? Ja, der wollte gerade nicht, oder? Falsch. Viel zu weit hinten. Wieso fährst du so weit hinter? Na, hast aber Glück gehabt, gerade so. Kannst du mal hier losmachen, bitte? Nö. Och komm, muss wieder erst aussteigen. Muss erst wieder aussteigen? Ja. Den alten Scheiß-Apparello hier. Das Ding dreht sich einfach so langsam, das nervt. Puh.
So, wo steht. Das würde mich jetzt mal interessieren. Wo steht jetzt der Container und wo steht das Scheißhaus? Siehst du es? Ich sehe ja keinen Container und kein Scheißhaus. Also, wir sollen jetzt nicht backern, oder? Ist nur ein kurzer Abschnitt. Also, es gibt nur vier Abschnitte. Sagen wir es mal so. Warum kommst du dann darauf, dass dieser Abschnitt besonders kurz ist? Weil es nicht gerade viel Geld dafür gibt. Mann. Achim, ich komme. Der Liebherr 936 ist im Anrolle. Nunu. Oh, schöne, wie das macht der Achim. Fängt da links an, richtig mit Koordination. Baggert aus, haut's auf demselben Haufen wieder drauf. Schönes. Ich hab's noch nicht mal rausgebaggert, das war noch drin. Warum fängst du nicht ganz hinten an? Weil ich gesehen hab, dass ich dann mittendrin wäre auch ein bisschen überdrehen. Das kennst du ja, du fängst ja auch mal mittendrin an. Mach ich nicht. Ne? Nein. Ja. Ich geh mal koordiniert vor. Juhu, also, endlich wieder Bagger. Oh, da hinten soll man gar nicht ausbaggern. Naja, egal. Endlich wieder Bagger. Ich freue mich so. Endlich wieder backen. Es ist schon lange her, dass der Bagger noch Bagger hat. Ich muss bald wieder Kinderlieder lernen. Echt? Verstehst du, ich lerne jetzt schon, ja. Naja, wenn die Jean jetzt in der Küche ist oder so und kocht oder irgendwas, dann hat sie mal ihr Smartphone an und Kinderlieder laufen. Und die Felinen sitzen in ihrem Hochstuhl. Mhm. Und hört zu und freut sich wie eine Dumme. Also. Kinderlieder, ja, da kommen sie wieder. Backe, backe Kuchen, der Bäcker hat gerufen. Also, schenke ich dir dann zum Geburtstag oder wenn sie kleine Geburtstag hat, so eine Ralf Zukowski CD. Wenn sie Geburtstag hat, ich will was Ordentliches. Also keine CD von Ralf Zukowski. Nein. Okay. Wer ist das überhaupt? Ralf Zukowski macht Kinderlieder. Ernsthaft? Ja. Die Kinderhits von Ralf Zukowski. Ich hatte früher Kassetten. Wie hießen die Kassetten? So Kassetten. Von Kassettenrekorder. Hießen die einfach nur Kassetten? Hießen einfach nur Kassetten. Krass, von Benjamin Blümchen. Ich habe Benjamin Blümchen geliebt. Okay. Fand ich total cool, ey. Der Elefant. Benjamin Blümchen. Und Dumbo. Kennst du Dumbo? Ja, der Elefant. Aber Benjamin Blümchen war auch ein Elefant. Ist richtig. Aber nicht mit so großen Ohren. Stimmt. Den schon, was meine Oma noch kennt. Ach, wie hieß denn das? Er ist irgend so ein Junge, mit der auf so einen Schwan reitet. Wie Schwul? Ist das? Nee, schwul war der nicht. Okay. Aber das ist. Das könnte. Ey, dieses Arschgetätschel hier mit den Backern, das ist eigentlich nicht so meine Welt, gell? Wenn ich ehrlich bin. Okay, ich bin da drin, ich hab mich schon gewundert, warum ich mich immer weiter drüber gedrückt werde. Ja, du tust ja laufend an meinem Hinterteil rumfummeln. Ah, okay, nice. Wie hieß denn das? Irgendwas mit der. Naja, ich glaube, das war vor deiner Zeit. Also ist noch älter. Ja, wenn es deine Oma geguckt hat, war es das wahrscheinlich wirklich. Ja gut, Pitti Platsch und Co. wirst du ja auch noch kennen. Ja, Pippi Langstrumpf. Pippi Langstrumpf. Gut, hat jetzt mit den anderen nichts zu tun. Na, aber war da auch Kinder, ne? Ja, aber Pitti Platsch, das war ja noch wirklich. Gab's ja noch bei uns. Das stimmt. Und, ja. Was gab's denn noch bei uns? Pumuckl und der Meister Eder, oder? Gab's den nicht auch noch bei uns? Mhm. Und die Sendung mit der Maus hab ich schon mal geguckt. Das fand ich toll. Sandmann. Eigentlich eher nicht so. Ne? Nee. Sandmann, lieber Sandmann. Und dann habe ich, und dann habe ich sowieso WWF geguckt, World Wrestling Federation. War ich früher übelster Fan, ne? Von Wrestling. Ja, von Wrestling.
Ohne Scheiß. Ja. Da gab es das ja in Deutschland noch nicht. Da kam, wurde das ja übelst selten. Oder beziehungsweise, ich habe mir, glaube ich, schon mal die DVDs aus. Ja, genau, ich habe mir die DVDs immer ausgeliehen. Your Royal Rumble und so weiter. Und ey, Alter, zu krass. War echt krass. War ich richtig Fan und so. Und wo ich lange Zeit nicht geglaubt habe, dass das nur Spaß ist, was die da machen. Okay. Eigentlich unklar, wie man Leute begeistern kann, ne? So richtig. Weil das ist eine komplette Fake-Show. Aber halt so geil gemacht irgendwie, dass die Leute so drauf abfahren, ne? Moment. Ja. Das war doch eine schöne Ladung. Aber an WWE kam ich irgendwie nicht so dran. Ist auch nicht, das war. Naja, Pokémon damals halt, Standard, gut, das war null. Dann ja nach deiner Zeit. Ja gut, das war dann auch nicht mehr so dein Fall. Ne. Da warst war du schon aus dem Alter raus, wo das gehypt dann wurde. Ja. War ja so Ende 90er. Ja, ne, da war ich. Ende 90er, war ich ja schon im Teenager, da war ich ja schon in der Pubertät. Jo. Da mich die anderen Weiber interessiert, Junge. Und keine Pokémons. Ja, war das in den 90ern auch schon so ausgeprägt? Ende 90er? Ja. Und klar, da war ich 14. Ja, aber 13, war das dann 14? Schon so ausgeprägt? Mit was? Mit Weibern? Ja. Klar, Junge, das ging bei mir mit 8 los. Ne, ohne Scheiß jetzt. Also, naja, keine Ahnung. Ich hatte da mit 13, 14 hatte ich schon eine Freundin. Aber wenn man das mal in der Relation von heute sieht, war es damals nicht so schlimm wie heute. Warum? Ich nur weil sie heute mit 14 schwanger sind? Ja. Nee, oder was meinst du jetzt? Ja, doch so ungefähr mit 12 Mutter, mit 14 Mutter, war damals da nicht wirklich so populär wie heute. Ich kenne eine, die hatte ihr erstes Mal mit 12. Finde ich ganz grausam, wenn ich auch bin. War das noch aus der damaligen Zeit, oder? Ja, ja. Okay. Gab's da damals also auch schon, okay. Aber das finde ich schon krass, ey. Also, das ist schon krass, jung. Also, keine Ahnung. Und auch alles andere als legal. Ja, außer er ist auch 12 oder so, ne? Dann kannst du eh nichts machen. Aber bis 14 bist du ja strafrechtlich nicht verfolgbar. Haften ja deine Eltern für dich. Die werden begeistert sein. Ah, trotzdem hammerhart, ey. 12, Alter. Der ist ein bisschen krass, finde ich. Aber man kann damals in den. Achso, nee, das müssen wir für den nächsten Part aufheben. Deswegen danke ich fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten wieder, wenn ihr mögt. Ja, morgen unbedingt einschalten, dann hier Teil 2 dazu. Und bis dann, haut rein. Tschüss.